Wir haben also statt Katja Freistein Frank Gardinger vom Käthe Hamburger Kolleg, die sich forschend mit Narrativen beschäftigen. Wir haben Barbara Unmüßig von der Böll-Stiftung, die diese Tagung mitgetragen hat, wie das Käthe Hamburger Kolleg auch. Wir haben Herrn Ebert vom Goethe-Institut, die, wie wir wissen, diese Tagung entscheidend mitgestaltet haben. Und wir haben Herrn Mayer vom BDI, vom breiten Spektrum, das hier an dieser Tagungsgestaltung beteiligt war. Sie haben zu Beginn der Tagung Ihre Erwartungen an diese Veranstaltung geäußert, das, was Sie sich wünschten, was besprochen werden soll, worauf Sie hofften. Zum Ende möchte ich Sie fragen, wie weit diese Erwartungen erfüllt wurden, wie weit Sie Neues aufgenommen haben, neue Aufträge vielleicht auch für Ihre jeweiligen Institutionen mitnehmen. Und vielleicht auch, was Sie persönlich aus dieser Tagung für sich auch mitnehmen können. Ich würde Sie, wir sollten gegen 7 Uhr schließen, jeweils um kurze Statements bitten. Herr Gardinger, mögen Sie anfangen? Ja, gerne. Also zu den Erwartungen kann ich nur sagen, dass es, ich habe, glaube ich, hier ein Mikro, ja? Ja, dass es einfach eine sehr gute Idee war, zusammenzuarbeiten und diese Tagung zu starten, und ich fand auch so die Kontroverse und Diskussion wirklich sehr, sehr produktiv und sehe das auch so ein bisschen jetzt so als Auftrag, hier weiterzuarbeiten. Also wir haben im Käthe Hamburger Kolleg haben wir sehr zögerlich mit Narrativforschung angefangen und mit dieser Thematik, und hoffe mal, dass wir das jetzt auch so im nächsten Forschungsprogramm, dass wir das wirklich sehr viel verstärken und intensivieren. Und ich fand jetzt zum Beispiel auch, was Albrecht Koschorke gesagt hat, dass sich jetzt aus dieser Krise des liberalen Narrativs und auch so dieser Aufstieg populistischer Narrative, dass sich ja so eine gewaltige Forschungsagenda eigentlich ergibt. Also wir haben jetzt weniger darüber gesprochen, wie man das jetzt konkret macht, also so wissenschaftlich. Und da würde ich jetzt auch zum Beispiel jetzt uns stark in der Pflicht sehen, also dass wir jetzt auch so diese Analyse der Erzählkämpfe, was auch so Alistair MacKim gesagt hat, dass wir da auch was anbieten. Also dass wir jetzt nicht einfach immer nur auf so einer politischen Ebene und auf so einer normativen Ebene sprechen, sondern dass wir wirklich auch versuchen, Analysewerkzeuge zu entwickeln, solche Erzählkämpfe zu studieren. Und da sind gerade die Sozialwissenschaften schon noch so ein bisschen im Nachholbedarf. Also wir müssen, glaube ich, schon noch stark auch mit Literaturwissenschaftlern wie Eva Horn, wie Albrecht Koschorke enger zusammenarbeiten, interdisziplinärer zusammenarbeiten, um da irgendwie auch gute Ergebnisse dann präsentieren zu können. Was ich auch gemerkt habe, dass wir, was häufiger immer mal so dazwischen kam, dass wir wirklich stark auch mal so Populärkultur, was in den Kommunikationswissenschaften ja stark auch behandelt wird, dass wir das viel stärker aufnehmen müssen, wenn wir so politische Narrative analysieren, Serien, Filme, was immer eher mal so ein bisschen so, ja, so ein bisschen tangiert wird, aber nicht wirklich ernsthaft, dass das wirklich auch, haben wir in mehreren Beiträgen gesehen, dass es wirklich sehr, sehr stark ist und solche Narrative dann auch stabilisieren kann und mobilisieren kann. Einen zweiten Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, was mich auch so ein bisschen umtreibt und wo ich noch nicht die Lösung habe, wie wir damit jetzt genau umgehen, zum Beispiel jetzt in so einer Kollegsarbeit, wie sich diese Polarisierung umgehen lässt oder wie man jetzt aus dieser Polarisierung so ein bisschen herauskommt, aus diesem Antagonismus. Und ich habe da so ein paar Ideen jetzt aufgeschnappt. Mit dem Antagonismus dazwischen. Also wenn man jetzt, ist ja natürlich auch so ein bisschen vereinfachend jetzt so zwischen dem liberalen Narrativ und populistischen Narrativen. Albrecht Koschorke hat davon gesprochen, dass es so ein Narrative Divide gibt und dass sich das jetzt letztlich wechselseitig nur noch verstärkt und eigentlich auch so zum Ende des Gesprächs führen kann. Und da wäre für mich wirklich die Frage, was es braucht, um das so zu überwinden, oder ob wir versuchen müssen, uns aus diesem Antagonismus auch so ein bisschen zu befreien, ob wir eigentlich neue Erzählungen brauchen, ob wir so ein bisschen da auch erfinderischer werden müssen. Und ich fand so einen Begriff, den ich neulich von so einer Schriftstellerin gehört habe, von Katrin Röckler, die hat so von Zwischenerzählungen gesprochen, was ich eigentlich ganz gut fand. Also dass man vielleicht auch mal so Erzählungen braucht, die so neue Figuren haben oder so offene Enden und eben mal auch so ein bisschen erfinderischer sehen, die sich nicht immer nur so draufsetzen, jetzt auf das Liberale, auf das Populistische und diesen Antagonismus letztlich immer weiter bedienen. Und da sehe ich auch so ein bisschen, dass wir halt so auch in Diskursen jetzt so Potenziale sehen müssen und auch so ein bisschen gucken müssen, dass wir ja solche Narrative jetzt oder solche Erzählungen nicht übersehen, indem wir nur noch in diesem Antagonismus gefangen sind. Also wie Sie auch gesagt haben, man schaut nur noch auf Trump und fokussiert sich da so und sieht aber so positive Beispiele nicht, also so Narrative der
Solidarität oder auch Kooperation. Willkommenskultur. Willkommenskultur war jetzt ein Beispiel, was jetzt so dann am Ende nicht ganz gezogen hat, aber es gibt ja auch andere Beispiele. Also so, es gibt so Beispiele jetzt mit dem Heimatbegriff oder auch so mit dem Dorfbegriff, ob man nicht da irgendwie eine neue Kooperation, neue Formen der Kooperation findet, dass das Dorf eben nicht nur die Abgehängten sind, sondern eigentlich auch so eine innovative und eine kooperative Gemeinschaft. Und das müssen wir, glaube ich, auch wirklich so eine Sensibilität für entwickeln, dass wir da stärker nach suchen. Ja. Also da gibt es in der Wissenschaft noch ganz viel zu tun und vielleicht auch sich international zu vernetzen, weil haben wir ja auch viel gehört, was zum Beispiel Hermes Kimmen, aber auch andere schon da machen. Ja. Ja. Frau Unmüßig, was sind Ihre? Ich weitermachen, mache ich gerne. Also für mich war diese Tagung extrem anregend und bereichernd. Einfach deshalb, weil ich nochmal viel intensiver, trotz meiner extensiven Reisen, auch in all die Länder, in denen wir als Heinrich-Böll-Stiftung arbeiten, aber ich fand, hier ist ein Konzentrat auch dessen und gut zusammengetragen, warum und weshalb die liberale Erzählung in dieser Krise steckt, in der sie steckt, warum sie ihre Attraktivität auch in anderen Regionen längst verloren hat. Ich habe noch mal besser verstanden, wo die liberale Erzählung ausschließt und wen sie ausschließt, warum sie eben diese Attraktivität verloren hat, warum liberale Narrative eben auch zum Teil entkernt sind. Und ich habe, und das wäre dann ein Wunsch und das würde ich anders machen, ich fand eben den Aspekt auch der Externalisierung von Komplexität ein ganz, ganz wichtiges Element, weil wir beschäftigen uns ja als Heinrich-Böll-Stiftung nicht nur mit den Demokratiefragen dieser Welt, mit den Menschenrechten, sondern ganz stark mit den großen ökologischen Herausforderungen dieser Welt. Und ich finde das schon irre, wie wir derzeit erleben, dass wir alle über die Gefährdung von Demokratie sprechen, aber eigentlich die großen Herausforderungen im 21. Jahrhundert nicht nur die Gefährdung der Demokratie ist, sondern wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Und das auch auf dieser Grundlage der Externalisierung, weil wir leben schon lange und viele hundert Jahre auch auf Kosten anderer Menschen und auch die ökologischen Ressourcen sind unglaublich ungleich verteilt. Wenn ich nochmal eine Tagung wie diese konzipieren sollte, dann würde ich eben unter anderem auch dieses Element der Exklusion und das Element der Externalisierung der ökologischen Frage und warum hier auch das liberale Narrativ keine Antwort mehr bietet, viel, viel stärker einbeziehen. Das ist mein Lerneffekt, würde ich jetzt hier sagen. Ich denke, wir haben, also ich habe auch noch mal, auch das hätten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr betonen können, würde ich sagen, noch mal viel gelernt, warum und weshalb das, was wir illiberale Narrative nennen, ihre Kraft entfalten können. Weil sie eben an das anknüpfen, was ausgespart wurde, auch in Modernisierungsdiskursen. Ich fand das nochmal am Beispiel der Türkei sehr, sehr gut und wichtig zu begreifen, was da eigentlich 1923 an Modernisierungsdiskurs als Stunde Null begonnen wurde und wie sich das rächt. Das kann man auch im Iran und in vielen anderen Ländern sehr, sehr gut studieren. Was es bedeutet, wenn Kultur vernachlässigt wird, wenn traditionelle wenn Geschichte vernachlässigt wird und wie das, was da vernachlässigt wurde, uns dann nachher wieder sozusagen einholt und dann eben sich Eliten oder auch Herrscher mit einem Narrativ darauf setzen und sozusagen dann letztlich die Menschen für ihr Narrativ gewinnen. Und hinter diesen Narrativen steckt Herrschaftssicherung. Das ist kein für mich emanzipatorisches Projekt, was da in der Türkei läuft. Ich denke, das muss man einfach auch ab und zu klipp und klar sagen. Ich finde, wir hätten noch mal ein bisschen mehr auch die Machtfragen und die herrschaftssichernden Fragen von Narrativen herausarbeiten können. Was ich mitnehme, was ich in Auftrag finde, ich glaube, wir sollten uns immer wieder eingestehen, dass wir auf das, was sich da im Umbruch befindet, eben nicht Antworten haben. Aber wir müssen uns auf Wege des Suchens, auf Suchprozesse einlassen, weshalb
Ich finde, wir sollten noch viel, viel stärker unsere Kraft darauf verwenden, was denn eigentlich Rebuild oder Restructure von Narrativen, die einen emanzipatorischen Charakter haben, einlassen sollten, die nicht exklusiv sind, die nicht externalisieren, die Fair und Gerechtigkeit nach vorne bringen etc. Da gab es eigentlich, finde ich, jetzt in dieser Tagung, wie ich finde, von vor allem von Herrn Kuschorke, wenn auch noch sehr abstrakte Formulierungen, na, wir müssen in die Offensive gehen, wir müssen kollektive Dynamiken entfalten, um uns eine Erzählung wieder anzueignen. Und was ich auch spannend finde, ja, das hört sich dann sehr abstrakt an, wir müssen politische Arenen organisieren, in der wir die Komplexität der Welt begreifen. Und das ist natürlich keine einfache Aufgabe. Aber ich glaube, das ist abstrakt formuliert, aber ich möchte an diesem Nachdenken, an diesen Suchprozessen mich weiter beteiligen und von daher freue ich mich, dass wir hier kooperiert haben, möchte auch hier wirklich Dankeschön sagen als an alle, die zu diesen, wie ich finde, sehr erfolgreichen Tagungen beigetragen haben und ja, erstmal herzlichen Dank an Sie alle, auch an Ihre Geduld, hier so lange sitzen zu bleiben bis Samstagabend. Herr Mayer, der macht das Wort. Ja, ich übernehme mal ganz kurz und ich will, bevor ich Ihre Frage beantworte, auch noch mal ganz kurz auf eine andere eingehen, die mir von einer Journalistin gestellt wurde, die jetzt aber leider nicht mehr da ist, die sagte, na, ich verstehe ja, dass Goethe-Institut und Heinrich Böll Stiftung Käthe im Hamburger Kolleg hier sitzen, aber warum denn eigentlich der Bundesverband der deutschen Industrie? Die Frage kam für mich so überraschend, weil ich mich mit diesem Thema, du hast es ja am Anfang gesagt, der Tagung, schon seit 7 Jahren beschäftige, zusammen mit Volker Perthes den unbescheidenen Artikel über Ideen und Macht geschrieben. Und ich glaube aber auch, es gibt gute Gründe, warum sich die Industrie und der Verband damit beschäftigen muss. Und zwar gehe ich 2 Stränge dafür an. Deutsche Industrie ist wahrscheinlich die am meisten globalisierte in der Welt. Das heißt, Vorgänge und Veränderungen, die woanders stattfinden, betrifft sie in hohem Maße. Und diese Globalisierung ist über lange Jahrzehnte erfolgreich auf Basis einer liberalen Wirtschaftsordnung betrieben worden. Wenn es jetzt Narrative gibt und Erzählungen, die sozusagen eine andere Ordnung konstruieren, ist das natürlich in hohem Maße relevant für eine Industrie. Und darauf muss sie sich einstellen und davon muss man lernen und versuchen, diese Narrative zu begreifen. Und insofern war auch für mich dieser erste Teil sehr wertvoll und sehr wichtig. Zweiter Strang ist, und das gibt es natürlich erst seit 2, 3 Jahren, würde ich sagen, es gibt natürlich auch in der Unternehmerschaft viele, die sehr wohl verstehen, wie wichtig offene Gesellschaften für sie sind und sehr viele, die schnell gemerkt haben, als Grenzen geschlossen wurden, wie schnell sich das auf europäische Wertschöpfungsketten auswirkt, die sozusagen diese Verbindung herstellt. Aber es gibt natürlich auch den Strang der Unternehmer, die von solchen Leuten wie Trump erhoffen, der betreibt Deregulierung, der schützt mich vor Wettbewerbern. Also auch das gibt es. Und insofern glaube ich, ist es auch wichtig, sich sozusagen mit dieser Binnenperspektive auseinanderzusetzen. Und jetzt bin ich aber auch dann beim Auftrag. Ich glaube, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, was ich gerne bei einer weiteren Veranstaltung, wenn wir sie machen, sehen würde. Ab und zu wird es angedeutet, was bedeutet Wirtschaftsliberalismus? In welchem Verhältnis steht er zum gesellschaftlichen Liberalismus? Ist es ein Spannungsverhältnis? Gehören sie zusammen in irgendeiner Weise? Das würde ich gerne bei einer weiteren Veranstaltung nochmal stärker diskutiert sehen, weil ich glaube, da für uns auch ein wichtiger Schlussfolgerung liegen. Und ansonsten bedanke ich mich auch bei den Mitveranstaltern, vor allem bei Frau Manus und Frau Hoppach. Ich glaube, ohne Sie, wir denken ja schon lange darüber nach, über dieses Projekt, aber wenn Sie das nicht so wirklich mit Nachdruck betrieben hätten, dann säßen wir heute nicht hier. Vielen Dank. Ja. Also ich bedanke mich auch, dass Sie alle so lange hier geblieben sind und aufmerksam zugehört haben, weil es war schon ein anstrengendes Thema. Und ein Thema mit einer hohen Komplexität, das dann auch, und das kam bei letzten Wortmeldungen auch raus, an manchen Stellen zu Verwirrung geführt hat. Und ich genieße diese Verwirrung. Ich genieße es, wenn ich aus so einer Tagung rauskomme und gewisse Dinge bei mir arbeiten, wo ich noch weiter fragen muss, wo ich auch Begriffe nochmal für mich klären muss und wo ich mich frage, wie arbeitet man an sowas weiter?
Miss Kimmon hat vorher gesagt, Churchill hätte gesagt, Gardening, Diplomatie ist Gardening. Was so eine Konferenz für mich bedeutet, ist Gardening. Das ist Dünger, der hier kommt, um weiterzudenken. Und insofern gehe ich wirklich sehr zufrieden raus, gerade weil noch Dinge für mich offen sind. Ich habe so ein paar Blitzlichter. Ich fand es, also wir haben ja geteilt quasi der Blick von außen, also Narrative in Weltgegenden, mit denen wir kooperieren oder auch im Wettbewerb stehen. Das ist eine Aufgabe, die wir als Goethe-Institut schon seit einigen Jahren auf unsere Fahnen schreiben, was Sie vorher gesagt haben, Frau Horn, dass wir Diskurse aus dem Ausland versuchen, stärker hier reinzubringen. Da haben wir in letzter Zeit viel gemacht und wollen das auch weiterführen. Was ich sehr spannend fand, Chandra Nair mit dieser Verletztheit, die dann in so eine Kritik umgemünzt wird, das habe ich in der arabischen Welt vielmals gesehen und das ist für uns sehr wichtig, das wahrzunehmen. Gleichzeitig das Selbstbewusstsein, mit dem Sie, Herr Tongdong Bai, gesagt haben, wir haben vor 200 Jahren schon eine Moderne gehabt und leiten daraus etwas ab. Ja, das ist wichtig für uns zu hören und uns bewusst zu machen. Ich habe mit Carolina Vigura nach dem Panel gesprochen, weil wir hatten die Erfahrung gemacht, in einer Veranstaltung in Brüssel, European Angst, ja, die europäische Angst, über diese Phänomene einen rechtskonservativen Intellektuellen aus Polen einzuladen, Lukasz Warzecha, der sich dem ausgesetzt hat, vor einer Gruppe zu sitzen wie wir, ja, also der eine völlig andere Position hatte. Das war ein Streit auf dem Panel und wir haben ja darüber diskutiert, soll man das zulassen oder nicht. Frau Vigura sagte mir, dass sie im Fernsehen mit Lukasz Warzecha immer diskutiert und dass das sehr wichtig ist. Und das hat mich eher bestärkt, Herr Koschorke, Sie haben gesagt, es muss der richtige Platz sein, zu überlegen, wo der Platz ist, um solche Diskussionen zuzulassen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns die Frage stellen. Heute hätte es wahrscheinlich nicht gepasst. Ja. Was ich auch sehr spannend fand, meine Frau ist Amerikanerin, wir haben die ganzen Debatten verfolgt und Frau Goodwin, Sie haben nochmal angesprochen, diese Verschiebung der Prioritäten, ja, also dass Sexismus plötzlich gar keine Rolle mehr spielt in einer Wahlentscheidung, weil andere Dinge plötzlich für manche Leute wichtiger sind. Also das hat mir schon nochmal etwas, also und so habe ich irgendwie ganz viel erfahren und zum Schluss, Frau Freistein, Sie haben so frisch moderiert, aber es war so ein kleiner Twist über die Kulturveranstaltung. Das Goethe-Institut steht dazu, bei Konferenzen Kulturveranstaltungen zu machen, weil es ein völlig anderer Zugang ist, um Dinge zu verstehen, emotional wahrzunehmen und wir werden das immer öfter tun. Und wir hatten eine große Veranstaltung in Weimar, wo wir das komplett gemischt haben. Und ich glaube, nach dem Poetry Slam hat jeder verstanden, warum wir das tun. So, das wollte ich noch mal kurz sagen. So, und das war es auch schon. Vielen Dank an euch alle hier, die Mitveranstalter. Das war gut und ich hoffe, wir machen weiter. Da müssen wir uns noch mal zusammensetzen. An Mechthild Manus, toll. An Raffaela Hobach, wo ist sie? Da hinten muss man. Dann an meinen Kollegen Bruno Gross, der heute nicht hier ist, der aber am Anfang mitgedacht hat, Joachim Bernauer, unsere Kollegen von der Presseabteilung, also alle, die das Ding irgendwie angeschoben haben, weitergeschoben haben, Frau Junghändel. Also herzlichen Dank, ich gehe zufrieden raus mit vielen Fragen und vielen Dank an alle nochmal. Und ja, vielen Dank Ihnen allen. Was kann es Besseres geben, als wenn eine Fülle von Ideen, Anregungen, Arbeitsaufträgen am Ende so einer Tagung steht, dann heißt es wirklich, man hat einen Nerv getroffen und man hat es auch Möglichkeiten gefunden, es wirklich gut hier ins Gespräch zu bringen. Sie dürfen auch gehen. Wir sind gleich fertig. Ich will auch gar nicht, ich will kein Co-Referat mehr halten. Ich wollte das nur noch mal zusammenfassen, dass das wirklich sehr, sehr beeindruckend war, dass auch das Publikum sehr, sehr beeindruckend war und dass es wirklich zu einem gemeinsamen Gespräch, zu einer anderen Öffentlichkeit, als wir sie in den Medien haben, kam und dass es sich gezeigt hat, wie wichtig solche Öffentlichkeiten sind und dass das toll war, dass diese Veranstalter uns diese Öffentlichkeit so schön vorbereitet und
bereitgestellt haben. Und was sie jetzt noch bereitgestellt haben, ist drüben wieder Snacks und Getränke, bei denen all die vielen Gespräche, die wir jetzt im Plenum leider aus Zeitgründen nicht mehr führen konnten, gerne fortgesetzt werden können. Vielen Dank und einen schönen Abend. Applaus